Warum ist Severus Snapes Avada Kedavra-Fluch blau und nicht grün? Das und vieles mehr in diesem Video. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, wozu ich einige Fragen auf Instagram erhalten habe. Es war ein sehr emotionaler Moment, als Severus Snape seinen Zauberstab zuckte und Albus Dumbledore tötete. Er tötete ihn mit dem Avada Kedavra-Fluch. Wie bekannt ist dieser der Todesfluch. Doch bisher kannten wir diesen Fluch nur in der Anwendung mit einem grünen Blitz. Als Snape Dumbledore mit dem Fluch getroffen hat, war dieser jedoch blau. Wie kann das sein? Wie wir alle wissen, war Albus Dumbledores Tod vorherbestimmt. Er musste passieren. Deswegen hat er Snape die Aufgabe gegeben, ihn zu töten. Snape fragte Dumbledore, warum Draco es nicht tun kann. Dumbledore sagte daraufhin, dass Dracos Seele noch zu rein sei, um so etwas zu tun. Snape schloss also einen unbrechbaren Schwur mit Narcissa, der Mutter von Draco Malfoy. So musste Snape, falls Draco es nicht übers Herz bringen könnte, Albus Dumbledore zu töten, eingreifen und die Aufgabe selber zu Ende bringen. In gewisser Weise rettete Snape damit auch Dracos Leben. Snape musste also den Mann töten, den er begonnen hatte zu mögen und der ihm immer vertraut hat. Der, der ihn zurück aufgenommen hat, nachdem Snape ein Todesser war. Dann war es soweit und auf dem Astronomieturm zuckte Snape den Zauberstab, als Draco es nicht konnte, und sah Dumbledore in die Augen. Er nutzte die effektivste Methode, um Dumbledore zu töten, den Avada Kedavra-Fluch. Einen der drei unverzeihlichen Flüche. Unverzeihlich sind diese aufgrund ihrer sadistischen Natur. Avada Kedavra eliminiert sein Gegenüber sehr schnell, aber bevor der Tod eintritt, entsteht aus dem Zauberstab ein grüner Lichtblitz, der auf das Ziel zurast. Aber was komisch an Snapes Avada Kedavra ist, dass dieser Fluch nicht grün ist, welches wir von den Avada Kedavra-Flüchen zuvor kennen. Es war mir ein bläulicher Blitz, der Dumbledore traf. Ich fand dies ziemlich verwirrend, da immer wieder gezeigt wurde, dass Avada Kedavra ein heller grüner Lichtblitz war und diesmal einfach nicht. Die Bedeutungen der Harry Potter Zauberspruchfarben werden nie richtig erklärt, aber es gibt einige Theorien dazu, die äußerst interessant sind und auch einen Funken Wahrheit in sich tragen können. Die wohl glaubwürdigste und sinnigste Theorie dahinter ist, dass wenn ein Zauberspruch in seiner reinsten Form ausgesprochen wird und aus dem richtigen Grund genutzt wird, für den er auch erfunden wurde, dann nimmt er auch die vorhergesehene Farbe an. Wenn wir uns als Beispiel den Expelliarmus-Zauberspruch angucken, der ausschließlich zum Entwaffnen gedacht ist, diesen benutzen und die Intention haben, unser Gegenüber zu entwaffnen, wird dieser auch seine Farbe, in diesem Fall rot, annehmen. Unsere Theorie dahinter ist folgende. Snape hatte Zweifel. Er wollte keinen der unverzeihlichen Flüche benutzen und hatte auch nicht die Absicht dazu. Er hatte genug Absicht, um Dumbledore zu töten, aber nicht genug, um den Zauberspruch in seiner reinsten Form auszusprechen. Dies würde erklären, warum die Farbe des Fluches abgewichen ist, von einem traditionellen Grün. Snape wollte Dumbledore nicht töten, aber er wusste, er hatte keine andere Wahl. Als pragmatischer Mann, der er ist, erfüllte er die Aufgabe trotzdem. Trotzdem heißt es nicht, dass er das wollte. Das war bestimmt das Letzte, was er tun wollte. Allerdings wusste er, dass es das Richtige war. Was denkst du über diese Theorie? Haben wir etwas vergessen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest und dich für Harry Potter interessierst, abonniere gerne den Kanal. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.